Ja, moin und hallo zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal. LS19 auf der Map Kleinseenheim 2021. Ja, in der letzten Folge haben wir ja das erste Feld bearbeitet, also so angefangen zu bearbeiten, würde ich mal sagen. Gepflügt haben wir es und dann habe ich ja den Kalk draufgebracht. Dann haben wir uns ja den Grubber, habe ich mir den Grubber gekauft hier, ne, die Amazone hier. Und ja, damit wenn ich dann jetzt das Feld grubbern. Ja, gucken wir so unten. Gut aus. Und ja. Das ist das erste Feld, was ich jetzt grubbern werde. Oder was wir fertig machen. Was ich jetzt grubbern werde. Ja, was ich jetzt fertig machen werde. Und dann mal sehen. Mal sehen, welche Felder wir noch fertig machen. Muss ja noch ausgesät werden dann. Ein paar Felder kaufen. Eigentlich vor, erstmal alle Felder jetzt fertig zu machen. Oder die Felder dann fertig zu machen und dann erst auszusehen. Ja, hier könnte ich mir zum Beispiel vorher ein relativ kleines Feld. Könnten wir sowas wie Kartoffeln oder sowas drauf machen. Immer schön mitnehmen. Ja, welche Felder stehen da noch zur Wahl? Wollen wir mal gucken. Ja, Feld 9 hier vorne, da sind Kartoffeln schon drauf. Die Felder so weit weg. 13. Da unten 24 und so. Sieht auch nicht schlecht aus. Müssen wir nachher mal gucken. Auch was wir für eine Saatmaschine holen. Am besten wäre natürlich so eine kombinierte, wo direkt auch Dünger mit bei ist. Sparen wir uns auf jeden Fall einen Schritt. So, ich denke jetzt mal, ich mache jetzt mal hier Vorgewende. Ich mag das mehr, wenn die Geräte direkt
hinten dran hängen und nicht so, also ich sag mal, direkt gezogen werden. So wie die Amazone hier. Finde ich vom Arbeiten besser. Ja, klar, könnte ich dann auch mit GPS machen. Oder mit vielen anderen Funktionen, aber. Sagen wir mal, bei dem kleinen Feld hier geht das noch so. Größer werden die Felder, glaube ich, auch nicht. Den Rest lassen wir mal den Helfer machen. Und wir switchen einfach mal über unseren Fendt hier. Mal in das Menü hier und gucken einfach mal. 14. (lacht) 24 sieht auch gut aus. Was ist denn im Moment auf 24 drauf? Gerste. So. Gucken. Nee, nicht so, so. Ja, das würde ich auf jeden Fall. Und dann würde ich noch das Grasfeld da kaufen. Auf jeden Fall. Das machen wir jetzt einfach mal. So, würde ich sagen, ich gehe jetzt mal. 24 ist ja nicht so weit weg. Da gehen wir jetzt mal hin. 600.000 haben wir noch. So, mal gucken hier. Hallo? Oh, okay. Böser Graben. So, 24 ist das da drüben. Da ist jetzt Gerste drauf, ist aber noch im Wachstum. Na, das machen wir platt. Das mache ich allerdings dann. Was ist denn das da in der Mitte? Fehler auf der Karte, okay. Ja. Und so mal das Grasfeld hier an. Der Specht. Da müsste auch mal gepflügt werden und gekalkt werden. Ja, ich glaube, das werde ich mal dann zwischen den Aufnahmen machen. Findet immer besser, wenn das so direkt fertig ist. Ja. Und wenn die Felder dann bestellt sind, dann mache ich mir einen Kopf darum, was ich da drauf aussehe.
arbeitet schon mal schön. So, dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon mal den Flug nehmen und den anderen dafür benutzen. Sollte das normalerweise auch schaffen, von der PS-Leistung her. Genau. Sitz wackelt statt Luft. Alles dran. Ja, genau, erheben sollte man ihn auch. Ob wir hier rumkommen. Fahren wir einfach mal rüber zum Feld 24. Alles frei. Das ist halt eigentlich relativ buggy, wo wir hier anfangen. Dann fliegen wir hier das Feld durch. Ja, der macht das doch dicke hier. Ja, jetzt zieht er doch sauber durch. Keine größeren Probleme. Dass wir dann im Haus vorbeikommen. Das ist einfach so quer rüber. Quer angefangen. Thank you.
So, und dann habe ich jetzt angefangen zu pflügen. Ah, der andere ist fertig. Dann setzen wir jetzt hier den Helfer drauf. Guck mal, dass der jetzt so anständig weitermacht. Oder sagen wir mal so weitermacht. Wie ich angefangen habe, werden wir dann sehen. So, ich switch mal den anderen rein. Gucken, ob der seine Arbeit getan hat. Das sieht ganz gut aus. Gucken. Alles gegrubbert. Jawohl, alles gegrubbert. Gut. Dann, wie gesagt, werde ich jetzt hier die anderen beiden Felder, werde ich pflügen, vorbereiten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Für alle neuen, abonniert den Kanal. Betätigt die Glocke, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleibt schön gesund. Macht's gut. Tschüss.